pro Quad muss immer ein Arzt und ein Physiotherapeut da sein. Und je nachdem, wie viel Quads halt gerade spielen, sind eben zwei Ärzte mindestens da und zwei Physios mindestens. Aber manchmal sind auch mehr, dass wir uns ein bisschen aufteilen können, dass wir Pause machen können. Und natürlich stehen wir den Spielern und Spielerinnen auch in den Pausen zur Verfügung, also vor allem mit den Physiotherapeuten, die behandeln die zwischendurch. Ich mache oft eine kurze Diagnosestellung, schaue, ob alles passt, ob sie spielfähig sind oder nicht. Und dann entscheiden wir gemeinsam, was für eine Therapie wir machen. Wenn akute Verletzungen sind, dann muss ich natürlich auf dem Court erste Hilfe leisten und dann mit den Spielern gemeinsam entscheiden, ob sie weiterspielen können oder ob sie das Turnier beenden müssen. Heuer gab es 3 Verletzungen bis jetzt, 3 gröbere. Aber die waren jetzt auch alle nicht so schlimm. Aber wir haben alles gut unter Kontrolle.